So, Manni. Das ist die vorletzte Kabine. Heute ist es noch mal moderner, das Ganze. Und das Tolle hier ist, wir haben hier eine Wechsellenkung. Das heißt, ihr macht dieses Teil hier raus. Nein! Nein, das ist genial. Nein, ist das geil. So, und schieb rüber, ich fahr weiter. Jetzt ziehst du den Hebel, aber jetzt schieb rüber. Ziehen, halten, gezogen. Das gibt es doch nicht. Gezogen, und jetzt kann halten, er weiterfahren. Gezogen, kann der Matthias weiterfahren. So, und mit der kompletten Pedalerie. Alles komplett. Jetzt klingt er sich ja, da in die Lenkung ein. Richtig. Für den englischen Markt habt ihr mitgedacht. Ein Rechtslenker wie Linkslenker. Für uns gibt es keine Rechts- und Linkslenker. Wir haben alles im Griff. Das ist. Hat das schon mal jemand gebaut? Nee. Das gibt es nur hier, ne? Ja. Es geht nur im Unimog und du hast ja auch die große Scheibe, das brauchst du auch, damit du arbeiten kannst. Oder er kann jetzt hier genau am Straßenrand den Mähgerät zugucken und du kannst dann das andere Mähgerät noch fahren. Jean-Pierre, ich habe genug gearbeitet, du fährst weiter. Das geht allerdings nicht während der Fahrt, aber du musst schon stehen. Ja, sonst ist es nicht lenkbar. Es wäre ein bisschen schlechter, wenn bei 80 Kilometern dann die Lenkung ausklingen würde. Genial, ne? Es ist halt alles abgesichert. Kabel ziehen hier weiter komplett also rüber. Also jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ne? Das ist wirklich genial, weil ich wusste das nicht. Ich wusste das wirklich nicht und ich bin gerade wirklich geplättet. Da kriegt man nicht schreien, das ist richtig. Karl, du hast uns jetzt genug heiß gemacht. Gehen wir fahren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal fahren. Gut, also lass uns gehen. Was ist denn das für ein Riesenofen? Das ist ein ganz normaler Unimog. Ein ganz normaler, ja. Ganz